Da der Euro ist 14 Euro, wir haben eine starke Währungsunion. Es gibt Kriterien, und diese Kriterien muss jeder respektieren. Problem ist, dass nicht alle Euro-Länder das Kriterium erfüllen. Wir letzte Woche haben bei weitem am meisten bezahlt, für den Euro zu retten. Wir sollen immer mehr die Griechenland retten. Wir haben wirklich nicht um die deutsche Banken gerettet. Griechenland hat nicht dürfen an den Euro rankommen. Wir sind gegen die Schuldenunion. Kann es sein, dass wir müssen den anderen hier Schuld bezahlen?